Hauptkonzerne über die NSF zurück zum Bahnhof funktionieren. Nee. Bewegung, Bewegung, Hopp. Ja, ist jetzt sowieso verstanden, verlegen zurück zur Basis. Kommen. Jetzt endlich alle da? Sind alle drin? Ja, alle drin. Lift off. So müssen wir das ein bisschen tiefer. Also die Tunguska wurde, glaube ich, zerstört, ne? Ja, echt? Ja, gut. I will not take any chances. Ja. BMP und Tunguska sollten eigentlich down sein. Habt ihr nicht den Tunguska zerstört, Gani? Wir haben, also das war Luftabwehr, ne? Es war kein Tunguska, es ist glaube ich einfach Luftabwehr gewesen. Okay. Wir haben eine Flak zerschossen. Ah, ich hab ihn. Hast du es gerade gehört vom Hauptquartier? In der Basis nochmal aufmunitionieren, also sprich ein bisschen Anti-Tank einsammeln und dann das Sekundärziel angreifen. Alles klar. Wir werden dann dafür wahrscheinlich auch einen Lasermarker mitnehmen, nehme ich an, wenn wir jetzt auch Echo haben. Die haben keine Splitten-Detektor, oder? Bitte? Ja, dann müssen wir Splitten-Detektor laser gelenkt. Ja. Achso. Ja, das ist ein Splitten-Detektor. Das ist mir dann ein bisschen laut, ich kann nicht schlecht verstehen. Ja, kann. Ja, der ist jetzt wahrscheinlich bei Echo drin. Das ist dann einfach nur persönliches Pech. Ich bin aber nicht Medic. Ich hab in meinem da. Wir müssen das jetzt ohne Medic geschaukelt kriegen. Ja, eigentlich kann er ja wieder spawnen. Der ist schon gespawnt. Der ist hier irgendwo nicht gespawnt. Ja, und dann hat Digga war ein Medic, aber der ist tot. Ja. So, alle absetzen. Warten wir noch kurz, bis der Heli weg ist. Ich kann euch echt nicht verstehen. So. Ich hab... Alles ist jetzt voll. Ich hab eine Holzschneider raus, was du hier gebraucht hast. Nicht hier. Wenn wir Mars und Sonnen, dann ist das nicht zu dir nehmen. Moment, ich hol gerade eine AT4-Waffe hier raus. Wenn ich mal eine Kiste finde, wo das Ding drin ist, ey. Hier, in der Magic Box. Ja. Wieder ablegen. So, genau, und jetzt raus damit. Soll ich ein paar C4 mitnehmen bei dir hier? Gut, jetzt müsst's gehen. Wir brauchen. Bitte, was meinst du, Gani? Soll ich ein paar C4 mitnehmen? Nee, wir müssen eigentlich nur einen Typen erschießen. Männer, wollt ihr einen Airlift rein oder? Ja. Könnten wir machen. Ja. Gut, über einen Airlift, Hazel. Wo ist der Bringer? Der Bringer schwert sich, will nicht. Oder wie, oder was? Bitte seid da hinten auf dem Hügel. Geht denn das jetzt hier weiter? Ja, kurz warten. Wenn alle fertig sind mit Ausrüsten, dann gehen wir wieder in den Heli zurück, verlegen, dann auf den Landepunkt, den ich noch markieren werde, und dann geht's um das Sekundärziel, ja? Wo sind die AT-Waffen? Die AT-Waffen sind in diesen Magic Box, diesen kleinen Boxen, wie diese hier zum Beispiel. Alles klar. Sorry, ja. Wenn ihr fertig seid, belegt euch bitte in Richtung Heli. Scheiße. SF2, an Echo 1 könnt ihr noch den Rotor auslassen, bis wir losfliegen? Komm. Ach, gut. Rote Kette, ich hatte 11 Sekunden ohne Rückmeldung. Hat den Lasermarker dabei? Na, werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ich habe nämlich schon 40 Kilo mit und ob wir das mit den zwei Raketen dann auch sinnvoll einsetzen können, ist fraglich. Ich nehme den mit, ich habe noch 4 Kilo. Okay, gut, wenn du willst. Waren das die Vektor? Nee. Nee, der heißt Soflam. Irgendwas mit einer Nummer und einer 2 und dann Soflam. GLTD. Römisch 2, Soflam. Ist ein G hier in der Mitte.
Geh doch einfach bei den Filtern auf das Fernglas, dann siehst du nur die. Stimmt. So, Männers, ich verabschiede mich. Jo. Tschüss. Du musst leider weg. Ja, das hab ich nicht gedacht. So, wenn ihr dann fertig seid, zum Heli verlegen. Naja, das geht ja schon gut los hier. Sierra, hier ist SF2, bitte kommen. Hier ist Sierra, hört. SF2, wir benennen uns um in SF, weil wir nur noch ein Team sind, kommen. Verstanden. SF, wie sieht das aus? Sind die Bomben schon eingeschlagen? Kommen. Noch nicht. Gebe jetzt gleich Freigabe an Taku, die können bombardieren. Ja, welchem Ding hier, der SF, verstanden, Ende. Okay, alle rein? Blackhawk? Sehr schön. Sierra, noch mal 4 bekommen. Auch bei dir, ja, kommt gleich, Tase, kommt gleich. SF1 heißt jetzt nicht mehr SF1, sondern ist bei mir mit dem Team als letzter Mann in der Formierung. Ja. Wir sind jetzt nur noch SF. Ist recht, alles klar. Und Gunman und Brockway drin? Okay, ihr fordert also eine zweite Bombardierung an. Die Bombardierung war ja schon. Okay, geht gleich los, Tase. Die heißen CR5 oder ja. What the fuck? Wenn du einen Slot frei hast, dann kannst du auch einfach, also einen Munitionsslot, den Lasermarker weglegen, wieder nehmen und du hast dann die automatisch richtige Batterie. Ah, okay. Gut, Hase, Standby für Waterfuck. Wir warten noch auf einen Mann und dann geht's los. Waterfuck. Sieht das wieder auf der Karte, unsere Landezone? Also Pilot, ja. Das war schon mal ganz gut. Wir sind noch nicht vollständig, ne? Ich wollte noch nicht anmachen. Was gibt's jetzt noch an den Analogstick gekommen? Wie bitte? Nicht du, Hase, sondern... Ich muss an den Analogstick gekommen. Was, jetzt ausschalten? Ja, das werden wir jetzt machen. Sekundär hier ausschalten. Ich müsste nochmal das... Und dann haben die Mission erledigt? Ja. So, wir sind alle drin, Tase. Alles klar. Darf ich nochmal das Dixon Ja, wer nochmal aufs Klo muss, der geht bitte jetzt. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Was ist vorhin passiert? Ja, na, wir haben das Ziel nicht geschafft. SF1 wurde fast komplett annulliert und wir hatten keine Zeit mehr. Shit happens. Immerhin sind wir nicht alle tot. Das ist ja schon mal was. Tarsit muss eventuell dann eine Minute Landenmotor abstellen. Ich hoffe, wir sind nicht unter Beschuss. Sollte aber okay sein in der Landezone. Ich weiß ja nicht, wann er hier vom Top zurückkommt. Sehr schön. So, wir sind in 30 Sekunden am Boden wahrscheinlich, also macht euch schon mal bereit. Gelandet. Ich hoffe nicht abgestürzt. So, nach dem Abspringen Richtung Nordwesten eine Linie bilden, die in Richtung Westen guckt, ja, Richtung Zielgebiet. Ja, außer dass sich jetzt Stadt, Neffe und aus. Sierra an Hauptquartier gekommen. Jungs, Westen, Westen. Fuhrpark wurde vernichtet und Oab scheint die Autos zu brennen. Okay, Reihe bilden, Richtung Westen gucken. Linie. Ich wiederhole nicht, sie ist nicht detoniert, sie brennt nur. Dann schaffen die Schüsse. Ich höre gerade noch gar nichts. Aber ja. Geschwindigkeit? Wir verlegen noch nicht los, wir warten noch, bis wir alle da sind. Standby oder sollen wir gehen schon wieder da? Gehen schon. Okay, Gunny, ja, ich weiß, ich habe ihn gerade gesagt, dass wir stehen bleiben. Gunny, Funkkanal 2, ja, auf dem kleinen Funkgerät. Okay.
damit du auch mithörst, was wir hier schnacken. Ja. Ja, Hauptquartier, ich würde sagen, das ist, wieder Call. Steffen, mich hör dich. Echo 1 an SF, soll ich hier im Blackhawk Instant gehen zum Support oder auf den Level Bird umsteigen mit Lasergelenk Hydra? SF2, Echo 1, RTB, wir haben Lasermarker dabei, kommen. SF2 an Echo 1, wir haben Lasermarker dabei, umsteigen, RTB, kommen. So, verstanden. Okay, also Formierung wie eben, letzter Mann Gunny, Richtung Sekundärziel auf der Karte markiert, Geländer sinnvoll ausnutzen, Marsch. Alles klar. Hauptquartier, bitte kommen. Schusswarnzeichen. Nichts gehört. Wir befinden uns nicht gehört. Jungs, vorne nur Marsch, nicht Marschmarsch, ja, also Schrittgeschwindigkeit. Unterstützen könnt. Die müssen jetzt das Sekundärziel angreifen. Und ihr müsstet euch in der Position begeben, dass ihr denen halt helfen könnt. 260 Grad. Geh mal ein bisschen in die Hocke. Welche, wie viel Grad? Wie ist das? Sekundärziel hat sich eben über die Straße bewegt. Jetzt habe ich keinen Sichtkontakt. Sehe ich das falsch? Alles klar. Also Patrouille. Genau, ich sehe ihn, ja. Das steht auf der Karte. Ist auf der Karte markiert. Alles klar. Gut. Warte, ich gucke gerade unsere Position. Siehst du auf der Karte unten links von uns diese paar Häuser? 230 Grad, da gehen wir hin. Merciello. Ja. Wir gehen nach Merciello. 230 Grad von uns, 150 Meter. Gut, dass meine Arme schon total angeschossen sind. Ach ja. Okay, was offene Feld, Marsch, Marsch zu den Häusern. Ich hätte gesagt, holen Medic, aber. Brauchst du eine Bandage oder irgendwas? Nee, ich hab einfach nur eine Wunde. Ich hätte jetzt ein Medkit gebraucht, aber das haben wir nicht. Ah, ja, hättest du ja nicht gemacht. Nee, wir hatten ja kein Medic. So. Okay, dann werden wir. Dabei. Ich hab alles. Ich bin nur ein bisschen shaky aim und deswegen, da kann man auch nichts gegen machen jetzt. So. Da ist eine Sierra an SF-Team. SF hört. Moment. SF hört. Kommen. Sierra, SF, bitte kommen. Naja, dann nicht. Gut. So, von hier aus gesehen werden wir die Straße weiter entlang laufen hier nach Calixto. Wir können alles klar. Support. Soll ich mal aufs Dach raufkommen oder geht das so? Nee, lieber nicht aufs Dach gehen, ist meine Zielscheibe. Wir werden einfach so weitergehen in der Formierung, wie wir das eben hatten. An der Straße entlang. Rechte Straßenseite. Wir bewegen uns an der Straße entlang. Kommen. Standby, gerade Funkverkehr, kommen. Falke? Höre. Ah, ich hab dich wieder, alles klar. Okay, ja, dann hier nach rechts kannst du auch hinter dem Haus entlang gehen und dann, ja, nach Norden, die Straße entlang. SF an Sierra, ich gucke nach einer neuen Position für euch, kommen. Zweite Mal bitte nach links. Okay. Kudek, bitte nochmal, ich kann dich schlecht hören. Da ist eine geile Villa Richtung 270. Infanterie ist auf der Straße, uns gegenüber. Ja, ich sehe sie. Falke, siehst du den? Ja. Da sehen, okay. 260. 2 an alle. Ich bin. Wir haben hier Kontakt, Stück. Ja, ich höre euch, ich höre euch. Feuer frei. Feuer einstellen, wenn alle Kontakte erledigt. Alles klar, wunderhübsch. Oh, wenn ich nicht so zittern würde, ey. So.
Magazin. Alles klar, Gunny, ich kann euch noch hören. Wir bewegen uns jetzt von hier aus gesehen Richtung 300 Grad in die Senke zu dem kleinen Bach erlang und bewegen uns dann auf den kürzesten Weg auf die andere Seite zu dieser Villa auf 270 Grad. Kommen. Okay, verstanden. Damit hat verstanden. Kontakt, Kontakt, Jungs, da sind immer noch welche. Ja, Feuer frei, wenn du noch Kontakt hast. Ja, jetzt ist hinter einem Busch verschwunden. Zeit, kannst du den Grater? Ja, selbe Position, nee, kann auf 260. Wir haben Kontakte auf 260 Grad hinter dem Busch, kommen. Verdammt, wo ist denn der hin? Ja, der einer ist hinter dem Haus auf der anderen Seite. Ah, Wolf, jetzt bist du genau vor mich gerobbt, aber ich geh mal ein bisschen nach rechts. Oh. Ja. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Schöner Granatenschuss. Voll rein. Ja, genau die Richtung. Boah, mir getroffen. Schuss, Smoke. Wer wurde getroffen? Ich verbinde mich, ich wurde getroffen. Okay. Ziele bei grünem Rauch kommen. Muss ich mal kurz Morphium geben. Da, 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 da. Wow. Okay, wenn wir die sichtbaren Ziele bekämpft haben, dann wie angekündigt hier in die Senke rein, den kürzesten Weg suchen und auf die andere Seite wieder hochkommen. Bin unten am Haus an der Senke, bei mir sammeln. Achtung, ja, Checkfire. Gunman, wo bist du? Ja. Ach, hinter mir, okay. Da ist er ja wieder. Wir werden uns dann wieder in der Formierung, wie angekündigt, fortbewegen, damit wir nicht hier so chaosmäßig die Gant trollen. Ja, warte, ich hab Brokkoli hab ich verloren. Brokkoli, das erste Haus am Ufer. Sierra SF, bitte kommen. Yes, sir. Sierra, siehst du das Haus auf 033064 auf dem Hügel 54 kommen? Positiv, Position Bunker mit MG, nennst auf eure Schalte. Negativ, rechts davon 033064 kommen. Falke, ich check mal schnell mein Magazin. Am besten dorthin verlegen, vielleicht ist das eine geeignete Position, um das Sekundärziel einzusehen. Kommen. Verstanden, haben schon einen Mann aufgeklärt, der patrouilliert an der Position an Marker, ein Mann mit UC. SF so verstanden, Ende. Okay, gut. Dann kann's weitergehen, ich guck noch ganz kurz auf die Karte. Steffen? Ja. Ich glaube, durch die Senke, wenn wir da durchkommen, da könnte es gefährlich werden, wenn wir da rauskommen. Meinst du nicht? Oder hast du da keine Bedenken? Na, ich würde sagen, wir gehen jetzt... Moment. Wir haben eine größere Gruppe gesichtet von uns auf 252 Grad. Bei der Villa davor Okay. Haben wir noch zweimal verstanden. SF an Echo, so verstanden, nach eigenem Ermessen, auch gut mit der Bordkanone bekämpfen, vor Effekt, aber keine Lenkraketen einsetzen. Kommen. So verstanden, wir legen die Situation. SF an Echo, positiv. Und Achtung, kann ja sein, dass hier noch AAA unterwegs ist. Kommen. So verstanden. Schüsse aus welcher Richtung? Ja, die gehen wahrscheinlich nicht auf uns, sondern auf den Helikopter. Westen. Okay, wir gehen nach Calixto, hier die Straße hoch an der Senke entlang. Formierung wie gehabt, Falke voraus. Okay. Geht. Vorsicht an der Spitze dieses Hügels hier.
Der muss auf dem Dach irgendwo drauf sitzen, oder? Hm, ich glaube nicht, dass der auf uns schießt, wie gesagt. Lass mich auf dem Haus hoch, das könnte. Gehen wir durch die Stadt durch oder jetzt Nordwest? Du siehst ja, wo wir hinwollen, oder? Sichtkontakt. Jo, ja. Jo. 210. Straße. Ja, ist down, voreinstellen, voreinstellen. Ich habe eben telefoniert, ich bin aber noch dabei. Ja, alles klar. Kannst du weiterlaufen, oder? Okay. Ja. Ja. Wir laufen jetzt von hier, ich markiere es auf der Karte in Punkten, ja? Brauchen wir dir, geht's gut? Ja, ist alles in Ordnung. Jetzt Heike, siehst du die Punkte? Ist ja verstanden. Ende. Okay, nicht die Leute abhängen, ne? Du musst immer gucken, dass sie auch hinter dir herkommen. Gut. Okay, wir gehen weiter. Falke hinterher. Wir sind hier auf der linken Seite des großen Gebäudes. Ende Treppe, cool. Hier drüben, hier drüben. Danny. Okay. Auf der Karte seht ihr bei Aufklären, da ist so ein kleiner Hügel Höhe 16, der ist ein bisschen höher als das umgebende Terrain. Das heißt, da können wir eventuell in Deckung gehen und gucken, wie es da aussieht. Ja. Wo sind Brokkoli und Gunman? Hier rechts von uns. Keine Thermalsignatur. Feuer auf den Helikopter, nicht auf uns, aber aus Richtung 320 bis 340. Hier, zwei Kontakte. Wir sollten doch schon TBS machen. Ja, Feuer frei. Keine ausreichende Keine Sicht. Brutal. Okay. Schießen dir. Du wurdest beschossen, oder? Jo. Sehr hast schlecht hier. Wolf, hast du ihn? Nicht nach links weitergehen, Falke. Nicht nach links weitergehen. Nicht. Nee, mach ich schon nicht. Ich bleib hier schon hinter den Häuschen. Gut. Nee, weil hinter dir schießt Wolf ziemlich knapp mit dem MG nicht vorbei. Kämpfe. Kämpft. Okay. Nach. Ich sehe übrigens Berliner Coach von uns gesehen in Richtung 230 Grad auf dem Hügel. Also, check fire. Jo. Hol ihn ab, du wirst ihn sehen, ja. Okay, dann folgen wir der Punktenlinie weiter, wenn die alle down sind, wie das ist angekündigt. Aus 320. Weiß ja. Nicht auf uns. Hat's direkt angehört. Jo. Okay. Null Sicht, okay. Ich mal zurück, ich lieg ein bisschen offen. Ja, ich gehe auch nochmal ganz kurz gucken. Es kam eher aus dem, 290. Oh, Deckung. Wir haben keine Deckung. Ja, verbinde dich, Falke. Von unserer linken Seite, auf unserer linken Seite. Das ist nicht auf Berliner Couch schießen, ja, der ist oben auf dem Hügel. Ach du Scheiße. Hab ich doch gerade gesagt. Ach, okay. Das war nicht weit genug von der Kante weg. Ja, 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 ich zieh ihn. Siehst du ihn? Okay, dann gib Deckung. Ohnmächtig. Oh, Scheiße. Noch einer down, ja. Wir müssen von der Kante wegbleiben. Ziehst du ihn hier runter? Geil. Ich sehe aber keine Signaturen. Nutze so. Epinephrin. Hat noch jemand Morphium dabei? Ja, hier. Ich schau mal. Ja. Einmal Morphium rein in die Sau. Doch, ich sehe den. Kontakt auf 310. Okay, Epi hat er. Ich hab kein Morphium mehr. Nordöstlich der Stadt, den wir die entdeckt haben. Wir die nordöstlich der Stadt entdeckt. Wollen wir uns hier zurückziehen oder bleiben wir? SF an Sierra, wir sind unter heftigem Beschuss in Calixo. Wir verlegen erstmal unsere Position, kann mich darum jetzt nicht kümmern. Ende. Wir ziehen uns zurück, gehen hinter dem Gehäuse nach links, Richtung Norden. Hier Echo und SF, aus welcher Richtung kommen die Angreifenden? SF aus unserer Position Richtung 320 Grad kommen. Also hier im Haus entlang. Du kannst aufstehen, Falke, oder kannst du nur rum? Ich glaube nicht. Nee. Kann ich einer ziehen von euch? Aus welcher Richtung kommen die Feinde? Dann könnte ich da oben. SF, ich wiederhole auch, Richtung 320 Grad von unserer Position Richtung Nord-Nordwest kommen. Broccoli? Ja, verstanden. Warte mal, Falke. Steffen, hast du gehört? Broccoli und ich, wir bleiben hier und schützen die Verletzten. Wir haben hier nur den Verletzten, der kommt mit. Achso, okay, alles klar. SF, ich wiederhole, aus Richtung Nord-Nordwest kommen.
Alternativ bestätige VIP eliminiert. VIP eliminiert. Da vorne eine Ecke, der ist. Kannst du mich tragen, ne? Sierra, SF verstanden, wunderbar. Könnt ihr bitte an Echo relayen, dass wir ein Evac brauchen, weil der VIP eliminiert ist aus unserer Landezone? Kommen. Ja, Echo hat mitgehört, ist unterwegs. Was ist denn hier passiert? Warum ist denn der jetzt tot? Wir haben den doch mit Epinephrin versorgt und allem. Ach so, ja, ich. Ja, lol, der landet das Ding, oder? Hier, Sierra, SF-Team, habt ihr die Möglichkeit, östlich an den unseren Hochhäusern vorbeizulaufen, damit wir euch aktiv unterstützen gehen können? Ja, klar. Konnte nicht komplett aufnehmen, bitte wiederholen. Bleib mal kurz leise, bitte. Habt ihr die Möglichkeit,